Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem Workout heute. Bei mir hier ist die Jasmin, Studentin der Sportwissenschaft aus Bochum. Ich bin Dirk, Fitnesstrainer und Personal Trainer auch hier aus Köln bei JustFit. Wir zeigen euch heute super 5 Übungen am Boxsack. Einfach mal, um ein bisschen Stress abzubauen. Ihr könnt euch auch gerne mal ein Bild vom Chef hinhängen, um das ein bisschen so nach dem stressigen Alltag sich mal ein bisschen auszutoben. Ja, die 5 Übungen mal kurz im Überblick. Ganz normal, ihr werdet im Hüftbreitenstand starten, leicht nach hinten. Rechtshänder starten mit der linken Hand vorne und die Linkshänder dann mit der rechten Hand vorne. Ja? Erste Übung sieht folgendermaßen aus. Links startet, rechts zieht nach, Sekunde Pause und dann wieder von vorne. Das Ganze 10 Sekunden lang. Dann kommt der Wechsel. Rechts startet, links zieht nach. Dauert ein bisschen länger vor der Koordination her, aber ist echt super. Dritte Übung wird dann sein, die erste Übung kombiniert mit einer Kniebeuge, wieder hochzukommen und von vorne. Übung Nummer 4, Seitenwechsel, rechts startet, links zieht nach. Es geht runter in den Liegestütz, wieder hochkommen und oben einmal klatschen. Ja, ist auch in der Fachsprache ist es ein Burpee. Und in der letzten Übung einfach Vollgas geben, 10 Sekunden lang, bis es nicht mehr geht. Und dann habt ihr es geschafft. Wir starten mit Übung Nummer 1. Ja? Wenn ihr möchtet und ihr gerade im Fitnessstudio seid oder zu Hause, habt per Zufall auch einen Boxsack dort, könnt ihr sofort mitmachen. Wir stoppen die Zeit und ihr könnt euch Jasmin dabei angucken und ordentlich dann Vollgas geben. Ja, gut. Wir starten, noch nicht beginnen. Ausgangsposition hier. Hüftbreit, einen Schritt nach hinten, das rechte Bein nach hinten in dem Fall. Genau, linke Hand auf Augenhöhe, einen Schritt nach vorne noch kommen, ruhig. Genau, und die rechte Hand auf Kinnhöhe, wenn du Rechtshänder bist. Ja. Ja, sehr gut. Gut, links startet, rechts kommt nach. Bereit? Ja. Dabei schön den Bauch auf Spannung bringen. Ja, und los geht's. Okay, perfekt. Ja, kurze Pause. Es wird die Seite gewechselt. Rechts schlägt, links kommt nach. Alle bereit und los geht's. Ja, auch schön weiteratmen ist ganz wichtig. Und stopp. Sehr gut. Ja. Übung Nummer 3. Einmal wieder in die Ausgangsposition zurück. Links fängt an, rechts zieht nach, wenn ihr Rechtshänder seid. Und dann kommt zwischendurch nach jeder Kombination eine Kniebeuge. Und bitteschön. Und stopp. Sehr gut. Wir drehen uns einmal um in die andere Position. Übung Nummer 4, Kombination und runter in den Liegestütz, hoch in den Strecksprung. Und bitteschön. Und stopp. Sehr gut. Letzte Übung wird jetzt sein, nochmal alles geben. Ja? Der Chef hat euch schon wieder einen reingedrückt oder der Ehepartner, Ex-Freund, Freund. Jetzt nochmal 10 Sekunden richtig Vollgas geben, alles was ihr könnt, Bauchaufspannung und los geht's. Wenn ihr zu Hause seid, auch ruhig mal brüllen. Im Studio kommt es ein bisschen schlecht. Und stopp. Sehr gut. Anstrengend. Ne? Dann lacht sie auch. Bei der letzten Übung lacht sie dann auch mal. Sehr gut. 10 Sekunden sind natürlich am Anfang sehr gut. Aber wenn ihr sagt, okay, hey, 10 Sekunden, das kriege ich locker hin. Haut ruhig 20 Sekunden, 30 Sekunden obendrauf. Dann habt ihr echt ein gutes Workout. Und viel Spaß dabei. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Und für weitere coole Workout-Videos klickt hier oder hier.